Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Heute geht es um das Thema Reisevorbereitung für euren Südafrika-Urlaub mit Schwerpunkt auf Impfungen und Malaria-Prophylaxe bzw. was muss ich bei Malaria alles beachten? Hier auf meinem Kanal erfahrt ihr alles über eure Planung für einen Südafrika-Urlaub. Mein Name ist Olaf Heidke und seit 9 Jahren leben wir in Südafrika im wunderschönen Eastern Cape und betreiben die Pure Nature Lodge neben dem Addo Elephant National Park. Viele Gäste haben mich gefragt, wie ist das eigentlich mit den Impfungen für Südafrika? Und genau das beantworte ich euch jetzt gleich. Bei der Einreise nach Südafrika sind keine Impfungen vorgeschrieben. Dennoch empfehle ich euch, einen Hausarzt aufzusuchen. Der wird euch wahrscheinlich Impfungen empfehlen wie Tetanus, Diphtherie, Polio, Hepatitis A und B. Eine Gelbfieberimpfung müsst ihr nicht nachweisen. Es sei denn, ihr kommt aus einem Risikogebiet, dann benötigt ihr eine Gelbfieberimpfung. Wie sieht es aber eigentlich mit Malaria aus? Welche Gebiete sind betroffen? In den meisten Gebieten in Südafrika gibt es keine Malaria, wie zum Beispiel im Eastern und Western Cape oder in der Stadt Kapstadt. In verschiedenen Gegenden im nördlichen Bereich Südafrikas, gerade im Krüger Nationalpark, besteht die Gefahr, mit Malaria infiziert zu werden. Aber wie wird Malaria eigentlich übertragen? Die weibliche Anopheles-Mücke überträgt den Parasiten und ist nur in der Dämmerung aktiv, das heißt in der Morgendämmerung oder in der Abenddämmerung. Aber wie kann ich mich denn davor schützen? Das hört sich zwar echt jetzt blöd an, aber die einfachste Möglichkeit ist, sich nicht stechen zu lassen. Man kann natürlich vorbeugen und man kann helle Kleidung tragen. Man kann sich eincremen mit Insektenschutz. Moskitos-Coils, das sind Brennstäbe, die angezündet werden, in Unterkünften anzünden. Oder man kann sich mit einem Moskitonetz nachts vor diesen Mücken schützen. Solltet ihr dennoch gestochen werden, heißt es nicht, dass ihr automatisch Malaria habt. Denn nicht jede Mücke trägt diesen Parasiten in sich. Solltet ihr aber folgende Symptome aufweisen, wie Übelkeit, Schwindel, Fieber, also grippeähnliche Symptome, dann empfehle ich euch wirklich, ein Krankenhaus aufzusuchen und euch untersuchen zu lassen. Alternativ könnt ihr natürlich von eurem Hausarzt euch eine Malaria-Prophylaxe verschreiben lassen. Was ist denn aber eine Malaria-Prophylaxe? Das ist eine Tablettenkur, die ihr vor, während und nach dem Urlaub einnehmen müsst. Damit ihr bei einem Krankenhausaufenthalt optimal abgesichert seid, empfehle ich euch ganz dringend, eine Reisekrankenversicherung abzuschließen. Diese ist oft in den Kreditkarten bei der Buchung mit inbegriffen. Schaut da einfach nach. Bei einer Flugbuchung werden euch auch häufig Reisekrankenversicherungen vorgeschlagen. Bitte achtet auf den Zeitraum, wann diese Reiseversicherung gültig ist. Oft ist sie einfach zu kurz und hier empfehle ich euch, separat eine Reisekrankenversicherung herauszusuchen, die euren Zeitraum und eure Bedürfnisse abdeckt. Hier schaut einfach bei den Vergleichsportalen im Internet nach. Das war's erstmal mit diesem Video. Wenn ihr weitere Infos für euren Südafrika-Urlaub benötigt, schaut doch einfach die Videos Mietwagen und Packliste an. Das war's erstmal. Ciao, ciao, euer Olaf.